So Leute, ich stelle euch jetzt mal die Karte, die ihr schon seht. Lands of Eternia vor. Und wir fahren jetzt, glaube ich, einfach mal links. Und dann gucken wir einfach mal links, links. Hier haben wir diesen einen Faktor. Guckt euch diesen Detailreichtum an, mit welcher Liebe hier. Hier die Bäume, die Allee. Guckt euch das an. Ich bin immer noch am Abfallen vom Glauben. Guckt euch an, wie schön das gemacht ist. Und hier sind immer so komische Dinge. Output Area. Das hat er anders gemacht, irgendwie. Der Oliven- oder Dingshaine. Guckt euch diese Liebe an, mit der das gemacht ist. Kleinigkeiten einfach. Einfach mit Liebe gemacht. Aber ja, ich entschuldige mich, ich muss jetzt hier drin anfangen, weil ich habe gerade gehört, dass der Ton von dem Stream hier mit reinzog. Wahnsinn. Hier auch noch so ein Weg von unten hoch. Dann wird das hier einfach wie in Italien übel. Oh, ist aber ein Feldweg. Ne? Wir fahren jetzt aber mal Straße weiter. Mich wundert, ich habe noch nicht gerendert. Also das ist die erste Fahrt auf der Map. Und die will ich speichern. So eine kleine Geburt. Das ist der Hammer. Die Telegrafenmasten oder Strommasten hier. Wahnsinn. Schöner geht's auch gar nicht. Hier wieder so ein super schönes Gebäude. Alles Einzelanfertigung, alles nur für dieses Spiel. Ist das nicht krass? Das ist was, was man glaube ich auch im Trailer sieht. Ja, das ist irgendwie im Trailer. Können wir überhaupt irgendwas machen oder ist das einfach nur Show? Hier unten jedenfalls nicht. Ich habe mir gerade mal den Hügel hier hoch, den Wackelpark. Ne? Und hier oben kann man irgendwas machen. Irgendwelche Tiere, glaube ich. Kommen hier noch. Ah, Pferde, ja, genau. Hobbys. Ich feile gerade vom Glauben ab. Also die Dings war schon die, na. Nicht Normandie, sondern ja, Toskana-Karte war schon gnadenlos schön. Aber diese Karte, da wollte er nochmal zeigen, dass die andere Karte eigentlich nur für sie war. Ja? Das ist echt der absolute Wahnsinn. Auf jeden Fall haben wir eben einmal kurz hochgehauen, ob das dann über Felder sind, oder? Zum Glück haben wir noch spät, allerdings der Traktor ziemlich im Eimer. Deswegen er jetzt wahrscheinlich auch so schaufelt. Ist noch was, so ein Stromumspannhaus mit, guckt euch diese Terrasse an. Ich glaube es nicht mehr. Ich glaube es nicht mehr, dann ist hier auch mal wieder dieser Parkplatz abgedingt, ins Müll steht auch mal überall rum.
wenn man in Italien war, auch definitiv das Übliche. Da fahren wir jetzt einfach mal außen rum. Man kann sie auch öffnen. Hier wir aber gerade gucken, wo wir sind. Da oben sind wir, sehr schön. Dann müssen wir irgendwie da nachher rüber. Okay. Vielleicht finden wir auch mal einen Händler zu stören, oder das Ding mal reparieren lassen können. Aber es ist natürlich definitiv auch ein Kultfahrzeug, das man nutzen muss, ne, einfach. Mal gucken, wo wir sind. So, und jetzt müssen wir aber geradeaus kommen auf die Straße. Da müssen wir dann rechts. Das ist Straße. Wahnsinn, oder? Genießt ihr das auch gerade so wie ich? Ich bin, wie gesagt, gerade wirklich am... Also... Wenn sich jemand so viel Mühe gibt, dann muss sich das überlegen, das ist handgezeichnet, dann muss ich auch nicht irgendwie, ne? Klar, sind solche Brücken dann wieder zwei oder dreimal benutzt, aber hier auch daneben das Rohr. Das bräuchte kein, oder die, ja, das Rohr, das bräuchte kein Mensch, aber wir haben's. Ne? So, wir müssen rechts abbiegen, weil wir wollen ja nicht mehr sehen. Schon mal hier was daneben zu sein. Steine in den Füßen. Ja, das ist. Boah. Ja, und das ist die 8,32 Euro. Oh, der geht sogar von selbst. Okay, cool. Die 8,32 Euro, die mit dem Wert. Die wird zu viel von da runter. Auch komplett selbst gezeigt. Ne? Das ist nichts, was ich schon mal hatte. Silos, komplett selbst gemacht. Ne? Boah, ist das genial. Wobei, wir könnten auch hier hinten weiterfahren. Ne? Die, nee, hier ist die Tankstelle, da will ich definitiv hin. Und hier ist wahrscheinlich auch der Händler, oder? Nee, Ballverkauf, Viehhandel, Werkstatt, Fahrzeughändler. Gut, dann fahren wir doch wieder zurück und fahren hier nächsten rechts. Er strengt sich massiv an. Ne? So, wo sind wir? Ich sehe mich nicht mehr. Da. Rechts und wieder rechts. Und jetzt wieder auf der Welt. Oder vier rechts. Wahnsinn. Hupe. Kein Mensch macht diese Hupe. Und vor allem kein Mensch hätte in Italien so eine schwache Hupe. So, jetzt fahren wir die nächste auch wieder rechts. Und dann kommen wir automatisch drauf zu. Boah. Hier ist wieder was. Was machen wir denn los? Guckt's euch an, Bus mit Land of Italy drauf. Ich fall gerade vom Glauben an. Und ja, ich glaube so lange. Der LKW denkt er so, was ist das für ein Idiot, ne? So, hier soll ja irgendwo die Werkstatt sein. Das hier. Da ist der Ballenverkauf, wir müssen da hin.
komme ich gar nicht hin. Okay. Dann sieht doch mal in der Sonne drauf. Ja, nicht wundern. Switch die Kabel online. Ich kann ihn auf jeden Fall kann ich ihn hier düstern. Der erstmal ein bisschen sauber aussieht, unser Italiener. Aber der Lack hat natürlich auch gelitten. Der soll also ein bisschen gebraucht aussehen auch. Ist natürlich klar. So, jetzt frage ich mich aber, wo ist die Werkstatt? Wo ist der Deinhard? So. Die ist wahrscheinlich hier hinter. Wenn wir uns das 100.000 lang leisten können, den komplett zu reparieren. Workshop Management. So, wie will ich jetzt aus? So geht's nicht. Oder muss ich jetzt zum Beispiel auf da Management gehen? Zu sauber reingestellt, sodass ich nicht aussteigen kann vernünftig. Genau. Und es kostet gar nicht so viel Geld. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich irgendwas lackiert habe im Landwirtschaftssimulator. Jetzt sieht er noch top aus. So, jetzt müssen wir gucken. Also das hier ist der Landmaschinen-Shop. Das ist nicht so beeindruckend. Wir wollen links abgehen. Aufpassen. Wir werden wieder eine Beule reinfahren. Das ist der absolute Wahnsinn. Hier ein Fluss dazwischen, der Mais. Ich bin gerade noch in der Aktion, aber ich werde nicht. Ja, mit neu lackieren und reparieren haben wir dann noch 10.000 ausgegeben. Was ist das hier? We are working on expanding the map. Ah, okay. Also zurückfahren und we are working on expanding the map, auch nicht schlecht. Ach so, das ist jetzt wahrscheinlich nur das hier in diesem blauen Bereich, oder verstehe ich noch nicht ganz, aber wir können es. Aber cool gemacht, auch das ist schon richtig cool gemacht. Ja, wie cool ist das? Da wird es ja wahrscheinlich mal abgehen. Okay. So, wir fahren zurück und die nächste rechts ab. Stärker geworden ist er dadurch definitiv nicht.
mal gefahren. Die haben auch noch gefahren, ne? Was mich wundert, ist dieses Blaue, was das. Ob es nur geplant ist, werden wir sehen. Leute, guckt euch diese Texturen und alles das an, das liebevoll gemachte Loch da, wo das Wasser rauskommt. Hier die, die Bärchen, überall das Holz liegen. Und da ist ja auch nichts, was irgendwie... Ich bin gerade sowas von geflasht. Ich kann euch nur empfehlen, holt irgendwie 8,32 Euro aus. Alleine schon, um diese Arbeit auch zu gewinnen. Dermaßen fasziniert, ich muss jetzt hier mal wegfahren. Summer Expanding oder irgendwas habe ich nicht. Hier kann man auch irgendwas abliefern. Wo sind wir? Da sind wir. Umdrehen. Ich bin sowas von geflasht gerade. Hoppala. Wieder den Traktor und dann wieder liefern. Und jetzt gleich wieder rechts. Aufpassen, die Berliner fahren alle wie die Glocken. Hier passt es. Ja, wobei bei der Freizeitfahrt passt es auch. Alle seine Idee, die sind zum Glück auch ohne Dings. Das war, glaube ich, immer das, wo ich zuerst stand, oder? Ja, das sieht so aus. Ja, Sportsbar. Genau hier waren wir. Da oben hängt noch Wäsche, guckt es euch an. Ich weiß nicht. Da hat sich einer so viel Mühe gemacht, Leute. Das habe ich noch nie erlebt. Also so, wieder gucken. Wir fahren mal rechts, ne? Ja. Aber da komme ich nicht weiter. Wir fahren auch noch kurz hin und dann fahren wir wieder zurück. Boah, ich bin sprachlos, fassungslos. Das ist die Agrare noch geschafft, die kann man dann mal in den Acht geben. Ich kann es nicht mehr. Zerstörung machen. Wahnsinn. Also 7 Euro kostet es, aber 8,32 mit Bärchensteuer. Ja, wer ein bisschen mehr hat, sollte auch das Video geben. Hier ist es ja gerade momentan nicht drin. Deswegen tut es mir leid. Wird sie später nachholen.
sind wir. Jetzt biegen wir wieder rechts ab. Und ich glaube, das da oben war unser Hof. Wahnsinn. Nimm mal lieber Bus, du willst nicht die Dome. So, hier fährst du sofort. Bin ich am richtigen Weg oder bin ich am Holzweg? Wo ist er denn? Ich sehe ihn schon wieder nicht. Ich bin am richtigen Weg. Ich bin ehrlich gesagt sprachlos. Mir fällt nichts mehr dazu ein. Ich fand die Dings schon cool, die Cascada-Karte. Aber diese hier ist ebenbürtig, wenn nicht sogar noch besser, oder? Ebenbürtig. Ich dachte, Cascada ist noch ein bisschen schöner. Ja, hier waren wir ganz am Anfang mal. Und hier hinten kommt unser Hof. Glaube ich. Diese hier ist deutlich kleiner. Aber dafür mit so viel Liebe gemacht. Dass man dem Herrn. Nee, das ist definitiv nicht unser Hof. Das war ein schöner Hof, aber das ist nicht unser. Das ist ein Schafhof. Ich habe keine Ahnung, wo unser Hof jetzt hin ist. Ölmühle. Pferdehof. Der hier ist es jedenfalls, glaube ich, nicht. So schön war unser Hof. Hier, das Gebäude ist schöner, als das wir uns gewünscht hätten. Außerdem ist hier Wein, den hatten wir auch nicht. Ich habe mal eben einfach der Einwahl, da können wir einfach umschalten. Dann können wir wieder auf die Karte gucken. Und feststellen, wir sind da oben. Okay. Damit ihr dann auch nicht unseren Hof verpasst, ne? Ich bin, wie gesagt, sprachlos, fassungslos. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Rechts passen. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich finde es einfach nur atemberaubend schön. Also jetzt rechts. Ich finde es einfach nur atemberaubend schön. Hier hat sich jemand so viel. So viel Schönes gezaubert. Leute, wenn ihr eine coole Karte spielen wollt, überlegt euch die. Oder die Toskana-Karte halt. 1, 2, 3. Wie auch immer er die Dinger hier reingekriegt hat. Muss man wahrscheinlich den Dings vorher rausholen. Um dann den reinzustellen. Ja. Hier ist unser Wohnhaus. Noch Fragen, Leute? Noch irgendwelche Fragen? Da stand übrigens der Fahrer drin. Noch irgendwelche Fragen? Also ich nicht. Ich freue mich drauf und irgendwann werde ich sie vielleicht auch spielen. Oder die Toskana gerade als von meinen. Bis denn, sage ich. Ciao, ciao.